Egal. So. Wir versuchen uns jetzt gar nicht mal so lange mit diesen ganzen bösen Gesellen aufzuhalten. Entschuldigung. Mit diesen ganzen bösen Gesellen aufzuhalten. Nein, nein, nein. Stattdessen gehen wir hier immer weiter. Und dann einmal über dieses komische Skelett drüber. Ich bin übrigens gespannt. Man muss sich das mal reinziehen. Ich bin jetzt wirklich 7,5 Stunden mit diesem Spielstand beschäftigt. Okay, naja, 7,5 Stunden. Davon war vielleicht auch mal eine Stunde nur blöd rumstehen oder sowas, weil das passiert immer mal wieder, wenn ich spiele oder so, dass ich dann zwischenzeitlich doch mal wieder was anderes mache, aber dann lasse ich die Konsole halt trotzdem an. Und dann läuft das so ein bisschen vor sich hin. Ich bin so eine schreckliche Person. Das ist nicht gut und sollte man auch überhaupt nicht machen. Und wenn ihr nicht mehr mit eurer Konsole spielt, dann macht ihr auch aus. Das ist viel energiesparender und so. Aber der Hering ist halt ein verschwenderisches Arschloch, wollte ich sagen. Aber gut, ja. Nieder mit der Natur. Es lebe das Atomkraftwerk. Ja. Da. Oh mein Gott. Kann man sich diese Tage mit solchen Aussagen unbeliebt machen? Ich weiß es nicht genau. Will ich das Thema jetzt weiter ausführen oder nicht? Das ist so ein bisschen... Also ein ganz schwieriges Thema. Nein, nicht gut, wenn man das in einem Let's Play vielleicht so ausführt und dann so seine eigene Meinung vertritt. Andererseits ist es meine eigene Meinung. Ich gestehe euch auch eure Meinung zu. Also von daher ist es auch nicht weiter schlimm. Ich muss ganz ehrlich sagen, um jetzt mal was total vielleicht Dummes zu sagen oder sowas. Aber ich stehe prinzipiell der Atomkraft an sich zu dem Level, wo wir uns gerade befinden und zu dem Zeitpunkt, wo wir feststellen müssen, dass wir ohnehin schon jede Menge Atomkraftwerke irgendwo auf der Welt stehen haben. Ich stehe der Atomkraft jetzt auch nach diesem komischen Zwischenfall in Fukushima nicht kritischer gegenüber als vorher, weil das Risiko ist jetzt auch nicht größer bzw. kleiner geworden bei den anderen Standorten dieser Welt und in Deutschland erst recht nicht. Und wenn ich mir dann so anhöre, dass unsere Atomkraftwerke jetzt nachträglich geprüft werden, ob sie sicher gegenüber Terroranschlägen sind oder so, weil ja können ja zufälligerweise mal ein Flugzeug oder sowas da reinfliegen, dann greife ich mir ganz persönlich irgendwie an den Kopf und frage mich, in was für einer kaputten Welt ich eigentlich lebe. Also, das ist irgendwie... also ich musste darüber lachen, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten so geht. Andere Leute finden es wohl eher bedenklich oder machen sich Sorgen oder so. Ich für meinen Teil denke mir, was soll's? Mein Gott, es hat sich wirklich nichts geändert. Deswegen, das ist ja eigentlich das Fatale oder Schlimme an der ganzen Geschichte. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Und komplett abschalten, davon halte ich prinzipiell gesehen auch nichts, weil... Also klar, dass man irgendwann den Umstieg zu erneuerbaren Energien und sowas finden sollte, Wasser, Wind und Sonne und so einen ganzen Kram, das ist ja alles schön und gut, aber wenn wir die Dinger jetzt nun mal schon haben und ja gut, das ist jetzt eine sehr simple Art, das Ganze zu gründen bzw. zu rechtfertigen. Aber aufladen, schnelleres Schlaggewitter, abgeleitete Technik, yeah. Weil ich aufladen Level 5 habe, sein normaler Attack ist das übrigens. Dop, 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 bam. Ja, okay, so wie ich jetzt angefangen habe, das war eine selten dämliche Art, das zu begründen, beziehungsweise zu rechtfertigen. Man kann jetzt nicht nur sagen, nur weil wir die Dinge haben, jetzt müssen wir sie auch weiter benutzen. Nein, das ist natürlich auch Quatsch. Aber, ich sag mal so, solange wir eben nicht gewährleisten können, dass wir eben mit erneuerbaren Energien unseren Energiehaushalt wirklich ohne Probleme und ohne uns in Kosten zu stürzen, die wir jetzt nicht tragen können und die wir auch in Zukunft nicht tragen können. Also solange wir das eben nicht gewährleisten können, dass das gewährleistet ist oder so. Wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es nicht genau. Aber ich hoffe, man kann trotzdem nachvollziehen, was ich meine. Solange das jedenfalls wirtschaftlich und technisch gesehen noch keinen Sinn macht, diesen Umstieg praktisch zu wagen, dann braucht man sich in dem Moment jetzt zwar trotzdem, also kann man sich trotzdem Sorgen drüber machen und so, da kann man das Ganze mal durchdenken, aber da braucht man jetzt nicht plötzlich vehement fordern, in Japan war ganz schlimm und so, deswegen muss jetzt bei uns alles abgeschaltet werden. Deswegen müssen jetzt alle Deutschen nur noch mit Kerzen oder so dann allabendlich ihre Wohnung erhellen, oder? Ja, das ist... Ich bagatellisiere das jetzt auch ein klein bisschen und ziehe das vielleicht ins Lächerliche. Das ist...
ein ganz schwieriges Thema. Egal. Gut, wir sind jetzt jedenfalls hier. Und wir können das aktivieren. Oh, Schießpulver, 31 von 30. Mensch, das hat ja gepasst. Uhuhuhu. Cool, dann kommen wir weiter. Wow, ich habe diesen One Piece Part jetzt, glaube ich, mit sowas total Banalem und Nebensächlichem gefüllt. Aber ich habe die Zeit überbrückt. Das muss man erstmal einer nachmachen. Sie stürzen ein. Lauft. Oh. Das ist schlecht. Nami. Ich hab sie. Danke. Wow. Okay. Danke. Jo, danke. Oh, ich glaube, wir bekommen noch einen Endgegnerkampf heute spendiert. Uhuhuhu. Hallo. Was bist du denn? Hallo. Ja, was bist du denn? Du bist ja eine große Pflanze. Und diese große Pflanze spuckt wieder einen großen Kern aus oder was auch immer. Oder einen Samen. Ja. So, was kommt denn da heraus? Ich bin ja gespannt. Jetzt kommt Moria. Oder? Doch. Ja. Hahaha. Es war so klar, dass er noch auf diese Insel kommen muss. Juhu. Kleine Schattenfledermäuse und... Boah. Ich finde Moria cool. Ja, muss echt sagen. Ihr seid also noch am Leben, was? Oh, du Zwiebelkopf. Das ist deine Schuld, Zorro. Du wolltest ja unbedingt starke Gegner haben. Super, na endlich. Meint ihr, dass dieses andere Horrormonster auch hier auftaucht? Nein, ich kann ihn nirgendwo sehen. Eure Schatten werden mir gehören. Ihn meint er mit anderes Monster. Achso, genau, Oz, ne? Ja. Moment, wie jetzt? Zorro, Sanji! Oh, cool! Was machst du denn da? Einfach nur so rumzustehen. Bleib zurück. Ja. Zäh, dabei wollte ich ihn als Geisel nehmen. Eure Schatten werden mir gehören? Dass ich nicht lache. Hast du eine Ahnung, wie schlimm mein Leben ohne Schatten ist? Die ständige Angst vor Sonnenlicht? Ich lasse nicht zu, dass mir das jemals wieder passiert. Und ich werde ganz sicher nicht zulassen, dass das einem meiner Freunde passiert. Oh yeah. Hehehe, mal sehen, ob ihr Grünschnäbel mich besiegen könnt. Ich werde Piratenkönig, indem ich andere für meine Zwecke ausnutze. Ja, okay. Ja, Moria ist schon eine kleine Pflaume, aber er ist eine tolle Pflaume. So, mein süßer kleiner Moria, ich werde dich jetzt verhauen. Lass mich raten, du hast noch ein paar Leute, die hier so rumlaufen. Das ist schön, das ist nett. Ich möchte dich gerne verhauen, mein kleiner süßer Moria. Ich ziehe dir verdammt wenig ab, aber gut. Dieser Endgegnerkampf muss ja noch ein bisschen länger dauern. Gut, positiver Nebeneffekt, dass wir dadurch, dass wir auf der Sunny waren, Ruffy ist wieder einsatzbereit. Aber ich möchte mir... Zorro, Sanji und Ruffy jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen zum Schluss aufheben. Ich mach das jetzt mal ein bisschen anders. Au, 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 au. Hier sind ja auch Zombies. Das ist dieselbe Arena, in der wir auch gegen Captain Black und Don Krieg gekämpft haben. Kann das sein? Ich glaube fast. So, zack, 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 zack. Ich überlege gerade, was sinnvoll wäre. Au, au, au. Erstmal diese kleinen, süßen Dinger hier kaputt machen. Oder vielleicht... doch irgendwie was Schatten, bla, irgendwie, das ist ganz leise verwirrend, was hier gerade so abgeht. Du sollst nicht immer irgendwelche meine Fresse, du sollst nicht immer irgendwelche Sachen hier ins Visier nehmen und dann, ja. Okay. Also das could be a little bit tricky. So, okay, ja, keine Ahnung, probieren wir erstmal aus, was passiert. Wenn ich jetzt tatsächlich mal ein paar kaputt mache, ob dann immer mehr kommen oder zack, oder ob hier irgendwann Schluss ist. Diese Fledermäuse, das ist so, aber auch nur, ja, nicht mal, es kommen immer mehr, oder? Wenn da hinten jetzt schon wieder welche aufgetaucht sind, es ist, gut, egal. Ah, da. Nein, Eisenauftakter Level 5, ja, ist gut. Hier, Moria gibt ein gutes Ziel ab. Da kann ich doch gleich mal meine Sprungattacken anbringen. Ja, Kampfesrausch, Sprungattacke, wenn... Boah, Schatten. Lalalala. Ich kann mich... Man kann sich dann auch nicht mehr bewegen. Also das ist echt nicht... schön, einfach... Ja, diese Fledermäuse nerven, dieser Schatten nervt, dieses ganze Drumherum nervt. So, Frankie nervt nicht, hoffe ich. So, hier, zack. Zack.
Ach komm. Ja, ist gut. Ist gut. Ah, natürlich. Ja, dann haut er natürlich wieder komplett ab. Hm. Ah, ja, schön. Hm. Oh ja. Hm. Oh, ist lustig. Dab, dab. Und dann, ja, wenn Frankies Attacken jetzt ein bisschen schneller tatsächlich mal wären. La 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 la. Ich renne dir hinterher. Ich weiß, dass das ziemlich doof ist, aber ich renne dir trotzdem hinterher, weil ansonsten. Das könnte ziemlich böse werden. Ich glaube fast, ich schaffe den nicht. Ah ja. Er lässt mir aber auch keine Pause. Moment. Also versuchen wir das Ganze mal. Jetzt weiß ich schon wieder. Ich komme ausnahmsweise mal ran. So. Und dann haut er mich so zu Boden, dass ich mich nicht bewegen kann. Und dann für die nächste Attacke reicht es dann einfach nicht mehr. Weil Frankie wirklich zu lahm ist. Das gibt's nicht, ja. Jetzt macht er mich gleich fertig, das ist schön. So, zack. Ja, danke. Gut. Okay, hast du mich überzeugt? Ja, probieren wir es mit Ruffy. Alles klar. So, zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Okay, aber das ist... Seine Energieleiste ist zu lang, meine Attacken sind zu doof, irgendwie... Aber es gibt auch kein wirkliches Bewegungsmuster oder sowas. Sehe ich das jetzt vollkommen verkehrt? Es nervt, es nervt, es nervt nur ein ganz kleines bisschen. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie abwehren könnte oder sowas. Nö, das funktioniert in diesem Spiel ja nicht. Das ist ja irgendwie schade. So, Nami versucht jetzt nochmal mit dem Klima-Taktstock. Das ist toll. Vielleicht. Vielleicht ist das ja sogar Absicht. Das wäre ja irgendwie mein großes Glück, wenn das Ganze hier Absicht wäre und man nicht gewinnen kann. Weil wir erinnern uns ja an den Manga bzw. an den Anime. Und da konnte Ruffy auch nicht gegen Moria gewinnen. Beziehungsweise er konnte erst gegen ihn gewinnen, nachdem er sich in Nightmare Ruffy verwandeln konnte. Und er diese 100 Schatten oder was das waren, dort aufgesammelt hatte. Beziehungsweise ja, in sich einverleibt hatte. Also die Leute, die den Anime bzw. den Manga nicht gesehen bzw. gelesen haben, die werden jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, aber alle anderen schon. Und darauf kommt es mir an der Stelle jetzt einfach mal an. Also... Eigentlich, wenn wir das also mal ganz genau nehmen wollen, hatte Ruffy eben absolut keine Chance gegen Moria. Dum dum. Vielleicht ist es jetzt hier also so ähnlich. Vielleicht, aber auch nicht. Dann habe ich ein großes Problem. Ich meine, neue Technik. Ach, der Blumendorn, Schlaggewitter blühende Hände. Cool. Das macht Robin jetzt, wenn ich... Zuhaue mit der V-Mode. Wenn ich zuhaue mit der V-Mode. Zuhaue mit der V-Mode. Zuhaue und das war's. So, Sanji. Versuchen wir mal unser Glück mit dir. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ich kann auch nicht mal... Man sieht es ja nicht mal. Ich meine, er behält diese... Man kann Gegner auflocken. Ja, das ist richtig. Aber das Problem an der Sache ist, wenn er sich dann wieder irgendwie verkrümelt, der gute Moria. Okay, das versuchen wir jetzt einfach mal. Ja, ja, auflocken, auflocken, auflocken. So, er ist abgehauen. Zack, 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 zack. Jetzt kann ich zuhauen. Zack, zack, zack. Sanji macht echt... Okay, also Sanji macht wirklich guten Schaden, aber das Problem ist... Das Problem ist... Oh. Das ist das Problem. Hi. Was soll denn der Scheiß jetzt? What the? Okay. Ja, das Problem ist, ich bin auch einfach doof. Ich soll doch die ganze Zeit eigentlich Heilkräuter benutzen und so ein Kram. Fällt mir gerade so ein. Das, aber die Sache ist, ich komme jetzt nicht ins Menü, wenn ich recht informiert bin. So, Zorro, mach mir bitte Spezialfertigkeit. Zack. Okay. Ja, war jetzt nicht so verkehrt. Aber er macht jetzt auch seine komische Spezialattacke. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich das Ganze erst. Das ist eine Spezialtechnik von ihm, die alles kaputt macht. Hm. Gut. Game over. Das war doof. Hm. Ganz kleines bisschen doof. Ja. Also ich glaube mit Heilkräutern... Ja. Dum, dum, dum. Ich glaube mit Heilkräutern...
und Heiltränken und den ganzen Kram, könnte man das tatsächlich schaffen. Könnte. Man muss nicht, aber es könnte tatsächlich sein. Die Frage ist, was hat er jetzt gespeichert, beziehungsweise nicht gespeichert? Hat er jetzt seit dem letzten Punkt gespeichert oder hat er... Das wäre jetzt fies, wenn ich ein paar Sachen jetzt nochmal machen müsste. Oder steht da jetzt... Also steht die Pflanze jetzt dort einfach in den Ruinen noch herum? Oder muss ich erst wieder das mit... Ich muss das erst wieder mit Gabri aktivieren, kann das sein? Moment, ich habe jetzt... Ich bin jetzt auch einfach auf die Insel gegangen, ohne mein Inventar zu überprüfen. Moment, das gucken wir uns doch gleich nochmal an. Moment. Ja. Schluchteninsel, die Klippenruinen, ja. Nein, will ich nicht. Ja, will ich. Items. Ja, ich trage das Schießpulver noch mit mir rum. Ich kann, glaube ich, von Glück reden, dass ich gespeichert habe, ne? Ich kann sowas von Glück reden, weil ansonsten hätte ich jetzt den ganzen Scheiß mit den... mit dem Menü und hier sind alles und so weiter und so fort nochmal machen dürfen. Das ist ja echt reizend. Schönes Spiel, ich liebe es. Interessant, interessant. Ja, speichern soll also ganz nett sein und so. Okay, also ich habe mir jetzt Doppelwirkungskapsel und Heilkräuter auf die Tassen hier gelegt. Das heißt, die können wir dann gleich im Kampf nochmal einsetzen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zu Moria hin und dann sehen wir uns bei Moria. Ja, bei Moria gleich wieder. Also bis gleich.